Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen und gleichzeitig vorletzten Let's Play von unserem Super Mario Bros. 2. Ja, der Grund dafür ist ganz einfach. Wir haben letztes Mal die sechste Welt beendet mit einem Zufallsgeheimgang, Zufallscheat, den ich eigentlich nicht so gewollt habe. Aber wenn ich den natürlich schon die Möglichkeit habe, den zu machen, dann werde ich ihn natürlich auch machen. Und ja. Ja, und jetzt nochmal da zurück, warum vorletztes Video. Ja, die siebte Welt habe ich ja angesprochen, hat nur zwei Level statt drei. Das heißt, wir machen jetzt 7-1 und beim nächsten Mal werden wir einfach 7-2 machen. Das heißt, es werden mit diesem Video noch zwei werden. Und die Chance, dass danach nochmal ein Retro-Spiel kommt, liegt ungefähr bei 75%. 25% werden dann höchstwahrscheinlich ein, ja, Konsolen-Gamecom oder irgendwas anderes. Aber das werde ich dann entscheiden, wenn es soweit ist. Ja, wir nehmen natürlich Mario standardmäßig und genau, 7-1, das ist die Wolkenwelt. Und da geht es gleich mal happy los mit vielen Wolken. Ja, was hätte man sonst erwarten können? So, jetzt haben wir uns gleich mal wieder den Tod vor Augen gesichert. Ganz einfach, mit diesem Herz hier sind wir einfach doppelt so groß wie sonst. Da wäre nochmal eins für den Notfall. Und ich weiß genau, dass es hier auch einen Geheimgang gibt, der folgendermaßen funktioniert. Da kann man nämlich auf einem Vogel mitfliegen. Und der wird dann mich irgendwo hin transportieren können. Das weiß ich noch auswendig. Ich glaube, das war sogar in diesem Level hier. Müsste, glaube ich, wirklich dieses Level hier gewesen sein. Ansonsten weiß ich auch nicht mehr. Sonst habe ich mich vielleicht getäuscht. Aber ihr seht schon, da geht's rein. Aber es gibt einen Geheimgang, da bin ich mir eigentlich ganz sicher. Ja, da kann man, denke ich mal, nicht rein. Okay, das wär's dann. Haben wir wenigstens eine Bonuschance. Da können wir vielleicht eventuell noch ein Leben rausziehen. So, jetzt zeige ich es euch. Man fliegt mit diesem Vogel hier mit. Und ihr habt ja gesehen, ganz links am Ende davon, da gibt es dann... Genau, sonst könnte man die Münze zum Beispiel erstmal gar nicht holen. Wie gesagt, Münzen gehen mir am Arsch vorbei. Aber ganz links, da kann man dann über so eine Mauer drüber von diesen silbernen Türmen hier. Genau, diese meine ich. Kann man hier so drüber. Aber nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und dann geht es noch weiter. Und zwar hier rein, genau. So, und da ist, glaube ich, genauso eine Rakete zum Abheben wieder. Aber ob das jetzt wirklich der Geheimgang ist oder der richtige Weg, weiß ich gar nicht mehr. Also auf jeden Fall die Tür da vorne. Ich weiß nicht, ob es da weitergegangen wäre oder so. Ist mir egal, ich gehe auf jeden Fall den Weg hier. Der scheint ein bisschen einfacher zu sein. Cool, drei Münzen, ungewollt, aber immerhin. Besser wie gar nichts. Ja, so, den Vogel schnappen wir uns mal. Damit dieser Scheiger uns auch mal ein bisschen in Ruhe lässt. Genau, Ruhe lässt, nicht lasst. Verdammt, mein Deutsch ist wieder mal so genial, Leute. So genial aber auch. So, und du musst jetzt leider Gottes dran glauben und sterben. Aber wie? Den kann ich ja mitnehmen, okay. Aber das hätte gar keinen Sinn. Das heißt, ich setze ihn jetzt einfach hier oben ab. Da kann er mich eh nicht verletzen irgendwie. Genau. Nur diese Scheigers können mir hier ein bisschen in die Quere kommen. Aber ich denke mal nicht so ultra schlimm. Was man natürlich nicht immer behaupten kann. Ja, Stern, Dankeschön, weil jetzt habe ich eine Möglichkeit, das hier schnell zu überleben. Danke, dann kann ich jetzt in den nächsten Bereich schon mal kommen, weil wenn ich sterbe, darf ich hier weitermachen. Das ist eigentlich ein Geschenk Gottes, nenne ich es jetzt mal. Also es ist wirklich so, ja, ein Geschenk Gottes, wie gesagt. So, da muss man jetzt aufpassen, das ist nämlich diese Ultra... Oh, da gibt es ein Leben. Das will ich ihm natürlich nicht entgehen lassen. Das will sich, glaube ich, niemals jemand entgehen lassen. Und wenn ich es natürlich jetzt schon holen kann, ist natürlich ein sehr guter Vorteil. Sind wir schon mal ein bisschen mehr geschützt. Wow. Und da sind wieder komplexe, schwere Situationen. Ihr seht es schon. Und hier kann es auch wieder zu Komplikationen kommen, sage ich jetzt mal. Ah, und das meine ich mit Komplikationen bzw. Fails. Ja, 7 Leben. Dass ich Game Over habe, könnte vorkommen. Also nicht nur könnte, ich glaube, das kommt sogar vor. Weil das hier ist wirklich affenschwer. Man sieht sich am Schwierigkeitsgrad echt. Und irgendwie bin ich ja gerade oben gegen das Sonnenhinkünfte. Ich hätte es gedacht, ich habe da das Herzchen bekommen. Aber nein, es war nicht das Herzchen, es war eine böse Sonne, die mich anscheinend nicht leiden kann. Aus einem Grund, den ich getan habe. Ja, irgendwie sowas. So, jetzt bin ich wieder groß. Jetzt gucke ich mal, dass ich diesmal auf irgendeinem Weg mal überleben kann. Und dazu, genau, diese Sonne hier muss man das erstmal loswerden, beziehungsweise... Nein, nein, gut, ich lebe noch. Ich bin noch nicht tot, es ist noch nicht vorbei. Ich bin noch im Spiel. Noch heißt nichts, dass ich es schon vollständig geschafft habe. Aber ich habe jetzt mal eine Idee.
So, genau so. Da muss man sich jetzt hier so einen Turm bauen. Und das Blöde ist, ich sehe die Sonnen gar nicht mehr, wo die kommen. Oh, ist das mies. Das ist echt epic mies. Und jetzt bin ich oben. Wow, und neben so einem Viech gelandet. Eiskalt. Wenn ich jetzt noch sterbe, bin ich selber schuld. Dann hab ich's verranzt. Dann habe ich es versaut. Oh. Lass mich leben. Ich habe nichts getan. Ich bin unschuldig. Sozusagen. Gib mir ein Leben. Nicht sowas. Oh, danke. Ich bin noch im Spiel. Wow, ich bin in der Tür. Das heißt, wir sind abgesichert. Ich gehe trotzdem nochmal zurück. Oh nein, weil sonst habe ich ja Pech gehabt. Obwohl die Viecher können mich ja nicht töten, oder? Aber ich sehe einen zumindest mal. Den zweiten will ich natürlich auch noch irgendwie loswerden. Weg mit dir. Und da oben ist bestimmt, genau, ein Leben, das mir schon mal ein bisschen wieder was erleichtert, was mich wieder vom Tod abhält ein bisschen. Wenn nicht nur ein kleines Stück, aber trotzdem. So, da hätten wir unseren grünen Birdo wieder. Allzu bekannt, würde ich sagen. Und wie ihr seht, geht er mir schon wieder derbe auf die Nerven. Tja. Ah, mein Gott, um diesen einen Scheiß-Feuerball, da wäre ich fast noch drum herum gekommen. Aber das war's leider nicht. Trotzdem sind wir hier drinne. Ich habe noch ein paar Chancen, das Spiel hier wieder auf die Beine zu bringen. Aber Leben hat es, glaube ich, soweit ich weiß, keins gegeben. Nirgendwo irgendein Leben. Schon ein bisschen unfair, oder? Leicht. Leicht unfair. So, jetzt gucken wir mal. Eins, zwei, drei. Tja, wie soll ich jetzt das Ding hier bekommen, ohne getötet zu werden? Schon ein bisschen schwer. Ah, verdammt! Ich habe echt noch bald Game Over, wenn ich so weitermache. Ich muss den jetzt irgendwie scheiße verdammt nochmal besiegen. Warum können die mir nicht wenigstens zwei Blöcke hinsetzen? Komm schon, Alter. Das ist doch mal derbe unfair, würde ich sagen. Aber egal, ich schaue jetzt mal, wie ich es bekomme, wie ich es hinbekomme. So, einmal. So, wie machen wir das jetzt? Jetzt kommt der zurück erstmal. Eins, zwei, nur zwei. Tja, das ist natürlich ein bisschen scheiße. Eins, zwei, drei. Zwei, drei. Nein, heb doch den fucking Block auf. Heb ihn auf, du Motherfucker. Oh, vielen Dank, dass du mich überleben hast lassen. Oh, mein Gott, bin ich erleichtert, ohne Witz. Curse clear, meine Freunde. Ich sag doch, die siebte Welt ist der absolute Brüller hier. Und mal schauen, ob wir aus der lauter Erleichterung mal wieder Leben zurückholen können. Aber ich vermute mal, nein. Nein. Und so eine Schande noch obendrauf. Naja, immerhin die Hälfte Leben verloren. Aber ich bin zufrieden, dass ich es immerhin geschafft habe. Ist eigentlich schon ziemlich schwer, dieses Level. Und ja, dann würde ich sagen, macht's gut. Beim nächsten Mal machen wir den Final Boss Level. Der wird höchstwahrscheinlich eine Viertelstunde sogar wahrscheinlich dauern. Ist ziemlich lang. Muss ich vielleicht sogar eventuell vorüben. Und dann würde ich sagen, macht's gut, meine Freunde. Und wir sehen uns dann, wenn es soweit ist.